Hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Video über die Produkte von SteelSeries, die sie mir zugeschickt haben. Ich bin sehr, sehr froh über die Partnerschaft, möchte mich hier auch nochmal bedanken über den ganzen Support, den ich erhalten habe von euch. Und ich würde sagen, wir gehen mal ins Detail. Einmal haben wir hier die Apex M500 Tastatur, die Rival 300 Maus, das Actis 5 Headset und die Sachen vom Giveaway, die Rival 100 plus das QCK in der Limited Edition. Aber ich würde sagen, gehen wir hier ins Detail, gehen wir hier close up zu den Produkten und dann sehen wir uns am Anfang mit der Apex M500. Da sind wir auch schon hier auf dem Tisch mit der Apex M500 mit der mechanischen Tastatur von SteelSeries. Wie ich finde, eine sehr, sehr gelungene Tastatur. Hat in diesem Fall rote Switches drin, dadurch halt kein Klicken nochmal zwischendrin oder kein Feedback nochmal zwischendrin, wenn der Druckpunkt erreicht ist, sondern es sind lineare Schalter. Wie ich finde, eine sehr, sehr robuste Tastatur, die sehr, sehr standfest ist durch die großen Gummipads. Nochmal hier in der Mitte auch noch eins, was eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise hat man ja vier Punkte, selbst die Füße sind nochmal leicht gummiert. Eine Kabelführung, man entscheiden kann, wenn der Monitor direkt hier mittig vorsteht, ob man das links oder rechts daran vorbeiführen kann. Wir haben ein vollständiges Anti-Ghosting, sprich egal wie viele Tasten man gleichzeitig drückt, alle Tasten werden an den PC übertragen. Mit den Cherry Switches kann man 50 Millionen Klicks machen, beziehungsweise Auslösevorgänge machen, bis diese defekt gehen, also mindestens. Wir haben hier oben an der Seite die Mediatasten, die über den FN-Button, der sehr, sehr cool abgelegt ist, mit einem SteelSeries-Logo, kann man die Mediatasten benutzen. Zusätzlich haben wir noch heller und dunkler. Die ganze Tastatur leuchtet blau. Und wie ich finde, wer keine zusätzlichen Medientasten braucht, beziehungsweise zusätzliche Buttons hier an der Seite oder ähnliches, keine Extra-Tasten braucht, keine Makro-Keys braucht, ist mit dieser Tastatur sehr, sehr gut bedient. Eine sehr, sehr stabile, ich würde sagen, LAN-Tastatur. Ich glaube, dafür ist sie auch konzipiert worden. Einfach stabil, robust, gut. So würde ich diese Tastatur beschreiben. Diese kostet momentan auf der SteelSeries-Seite 130 Euro. Wie ich sage, muss einfach ihr Geld wert. Also wer eine gute Tastatur hat, der wird es merken. Ich bin vor ungefähr von einem Jahr von Rubber Dome auf mechanisch gegangen und ich will nie wieder zurück. Aber wir gehen einmal weiter. Das war's dann mit der Apex. Ich würde sagen, machen wir weiter mit dem Headset, mit dem Actis 5 Headset hier in weiß. Gehen wir auch hier ins Detail drauf ein. Actis 5 Headset. Hier in weiß. Das mittlere Headset der neuen Actis-Reihe nach Sibiria kommt Actis. Wie ich finde, haben sie einige Sachen sehr, sehr gut erneuert. Obwohl ich echt schon sagen muss, dass ich mit dem Sibiria sehr, sehr zufrieden war. Ich hatte jetzt das Sibiria V2 und das Sibiria Elite, die beide schon sehr, sehr komfortabel waren. Aber das hier ist vom Komfort her ein ganz neues Level. Durch dieses Schieband passt sich jeder Kopf vorn an. Ich bin Brillenträger, muss sagen, ohne Probleme stundenlanges Tragen und Spielen. Das Beste ist, wie ich finde, mit dem Mikrofon, worauf wir gleich eingehen, den neuen Ohrpolster. Kein Schwitzen trotz der geschlossenen Bauweise, fühlt sich super leicht an und ist einfach super weich. Also ich weiß nicht, was es für ein Stoff ist, aber es ist auf jeden Fall mega fett. Dann habt ihr 40 mm Treiber, das Cavium 40 mm Treiber habt ihr hier drin. Super flexibel mal wieder das ganze Ding. Das heißt, hält sehr, sehr gut aus. Ist komplett aus Plastik, aber es fühlt sich halt nicht billig an. Wie gesagt, 40 mm Treiber. Ihr habt ein
ausziehbares und einfahrbares Mikrofon. Dazu sei gesagt, wenn ihr das Mikrofon über USB anschließt, also ihr habt hier 3,5 mm Klinke Combo, also Mikrofon und Lautsprecher in einem. Ihr habt den Adapter, den könnt ihr in den USB-Stecker stecken. Dann habt ihr auch die RGB-Beleuchtung. Aber ihr könnt dann einstellen, dass ihr beide Mikrofone nutzt. Wir haben einmal auf der Außenseite ein Mikrofon und einmal auf der Innenseite ein Mikrofon. Außen das Mikrofon ist dafür da, Nebengeräusche aufzunehmen. Das Innenmikrofon nimmt eure Stimme auf. Und das filtert dann die Außengeräusche aus dem Innenmikrofon raus, was sehr, sehr gut funktioniert. Dadurch hört man keine Tastatur, keine Leute, die neben einem sitzen, was sehr, sehr geil gelöst ist, um wirklich in Ruhe im Teamspeak zu quatschen und niemanden zu stören, auch wenn es ein bisschen lauter ist im Raum. Dann haben wir die RGB-Beleuchtung hier im Kranz, hier einmal drumherum auf beiden Seiten. Die lässt sich über die SteelSeries Software einstellen. Wir können über SteelSeries Sense sogar sagen, hey, ich möchte, dass der Ring weiß leuchtet oder rot leuchtet, wenn ich geflasht bin, zum Beispiel in Counter-Strike. Oder hey, ich möchte, dass das Ding leuchtet, so wie viel AP ich habe, von grün nach rot oder ähnliches. Wie ich finde, vom Klang her auch, eines der besten Headsets momentan, auch Gaming-Headsets auf dem Markt. Ich habe sonst ein Sennheiser HD 485 benutzt als Kopfhörer und ich muss sagen, das Ding klingt nochmal im Spiel nochmal einen Tacken besser und hat da auf jeden Fall die Nase vorn. Machen wir weiter mit der Maus, nachdem wir den Sound abgehakt haben. Für mich das Wichtigste, was Eingabegeräte angeht, eine fünftige Maus zu haben, die gut in der Hand liegt. Und mit der Rival sind wir hier ganz gut bestückt, aber hier gehen wir auch nochmal ins Detail. Kommen wir zum letzten Produkt, der Rival 300. Ich muss persönlich sagen, ich bin schon ein großer Fan seit längerem von der Rival 300. Hatte sie schon in verschiedenen Farben und Ausführungen, sei es in Schwarz oder in diesem Gunmetal Grau hatte ich sie schon. Und ich muss sagen, für mich die beste Gaming-Maus. Liegt mir perfekt in der Hand. Ich halte immer so ungefähr die Maus und dadurch lässt sich halt wirklich perfekt führen und halten. Wir haben hier das Hyper-Beast-Design. Ich werde es euch mal zeigen. Hyper-Beast-Design. Sehr, sehr cool gemacht. Auf jeden Fall für jeden CSGO-Spieler. Wir haben auch anstatt das SteelSeries-Logo haben wir jetzt hier das CT-Logo, was beleuchtet ist, genauso wie das Mausrad. Komplette RGB-Beleuchtung. Gleiches Prinzip wie schon bei dem Headset hier. Ihr könnt das mit Ingame-Informationen speisen, so dass das hier leuchten soll, wie euer Geld ist in Counter-Strike oder ähnliches. Das könnt ihr euch aussuchen. Ihr habt einen optischen Sensor drin, der von 400 bis 6500 dpi geht. Ihr könnt bei der Maus einstellen in der Software, dass ihr eine 1000 Hertz Abfrage macht. Das heißt, der Rechner bzw. die Maus schickt dem Rechner 1000 Mal in der Sekunde die Mausinformation. Was geklickt wurde, welche Bewegung gerade die Maus macht oder ähnliches. 1000 Mal die Sekunde, was sehr, sehr geil ist, was nicht viele Mäuse können. Ihr habt zwei Seitentasten. Und ihr habt eine Nameplate. Steht hier jetzt CSGO drauf. Auf den normalen Rivals steht Rival drauf. Diese könnt ihr rausnehmen. Und wenn ihr einen 3D-Drucker habt oder online geht in einem 3D-Drucker-Versand oder ähnliches, 3D-Druckversand, könnt ihr euch euren Namen da reindrucken lassen. Was ich finde, ist ein sehr, sehr cooles Feature. Zum Beispiel, wenn man auf einer LAN ist, seinen Namen dort stehen hat, da kommt nichts weg oder ähnliches. Und deswegen ist es für mich, für 80 Euro in dieser Version, die perfekte Maus. Zu guter Letzt, schreibt doch in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Lasst ein Like da. Wenn ihr sowas öfters sehen wollt, dass ich irgendwelche Sachen reviewe oder unboxe, schreibt es auch in die Kommentare. Wenn ihr Bock habt, lasst einen Daumen nach oben. Haut da rein.